Hallo liebe Leute, ich bin wieder da und ich habe ein neues Parfüm, welches ich euch zeigen möchte. Und zwar von Swiss Arabian, Chagaf Oud, Oud Tonka. Ich habe das schon getestet und jetzt werde ich euch sagen, wie ich das Parfüm finde und wie das riecht. Erstmal zu dem Design, zu der Optik. Ich finde das mega. Ich mag auch die Farbe. Das sieht so nach Frühling aus. So richtig hübsches Türkis. Der Flakon ist natürlich auch wunderschön, sieht auch sehr stylisch aus. Also die Verpackung, muss ich sagen, riecht etwas chemisch so nach Farbe, aber die ist trotzdem wunderschön. So schaut der Flakon aus, die Rückseite, und jetzt sage ich euch, wie das Parfüm riecht. Sprühe das jetzt auf, ich werde das jetzt in die Luft sprühen und auf die Haut. Also ich muss sagen, im Start kriegst du sofort Lost Cherry Vibes von Tom Ford durch die Mandelnote. Eine sehr penetrante Mandelnote, leider verfliegt sie sehr schnell. Und dann kommt die Tonkabohne raus. Aber ich muss sagen, also ich bin nicht begeistert von dem Parfüm. Es ist jetzt nicht schlecht, aber ich bin nicht begeistert. Also ich bin eher enttäuscht, ich habe was anderes erwartet. Die Haltbarkeit ist sehr schlecht auf meiner Haut, wirklich im Vergleich zu allen anderen Chagaf Oud Düften ist die Haltbarkeit einfach nur erbärmlich, jämmerlich, nicht vorhanden. Die Sillage ist okay, der Duft ist also eher eine Enttäuschung als Begeisterung bei mir, jedenfalls im ersten Sprüher gewesen, aber auch im Nachhinein. Also ich finde es nicht so gut. Also die Optik und das Design ist viel besser als der Inhalt. Leider bin ich von diesem Parfüm enttäuscht. Ich werde es weiterhin testen. Vielleicht wird mich das noch überzeugen, aber ich glaube eher nein. Das ist meine Meinung zu diesem Duft.